Ich habe ein paar Neuigkeiten, die ich mit euch zusammen austesten würde. Ich muss mich ja eh schminken für den Tag oder das habe ich vor. Drauf habe ich eine Rituals-Creme, so ein Pröbchen gehabt, die mir aber scheinbar zu reichhaltig ist. Also ich mag das vom Duft her sehr, riecht ziemlich herb und männlich, werdet ihr im Aufgebraucht sehen. Und ansonsten habe ich noch davor eine Tagespflege, bevor ich meinen Sohn in den Kindergarten gebracht habe. Aber das ist ja nix. Heute möchte ich mit euch zusammen diese zwei schöne Paletten testen. Zum einen die Ray Ray BH Cosmetics 15 Color Shadow Palette. Die sieht wunderschön aus. Die wird euch spiegeln. Ich musste jetzt ganz, ganz lange nachdenken. Wunderschöne Töne. Wir können heute spielen. Heute schneit es bei uns. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Einmal diese hier. Sag mal, was ist eigentlich bei mir hier los? Und einmal von Trended Up. Ich finde, Trended Up ist eine vergessene Marke. Ich werde mich nochmal speziell auf Trended Up spezialisieren. Gerade was das neue Sortiment angeht. Ich glaube, da sind ein paar Schätze dabei. Ich finde nicht mal die 183 Tage so spannend wie Trended Up an sich. Ich finde, Trended Up hat wirklich eine tolle Range mittlerweile. Auch was Nagellack betrifft, mag ich das. Und diese wunderschöne Blush-Palette, so kommt sie eher raus, wollte ich mit euch zusammen auftragen. Zwei matte und ein schimmernder. Und dann habe ich noch das Ebelin-Ei. Die Verpackung habe ich noch aufgehoben, um euch zu zeigen. So sieht es aus, wenn es kommt. Und dann passt auch das Ei da rein. Mittlerweile habe ich es ja feucht gemacht, passt nicht mehr rein. Es ist einigermaßen fluffig. Ich würde eher sagen, es hat eine ganz, ganz dünne Struktur und deswegen ist es so Schimmelgefahr. Also ich finde diese Schwämme, die eine relativ dünne Struktur haben, also ziemlich feine Poren, dass das eher schimmelt. Aber wir werden jetzt einfach testen. Ich fange trotzdem mit dem Gesicht an. Ich tue lieber Bacon. Dann, um zu gucken, Handy. So, I am ready. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe hier noch ein bisschen Primer. Minimal von diesem Love-Teil. Das habe ich völlig vergessen. Muss ich sagen, völlig untergegangen. Den trage ich mir jetzt einfach mal ein bisschen auf. Bisschen viel. Nee, also. Die Pflegeserie mag ich überhaupt nicht, die ich zugeschickt bekommen habe. Ich bin natürlich froh, wenn ich mal kein Geld ausgeben muss und trotzdem was testen kann. Aber ich kann es halt auch nicht empfehlen. So. Der Primer war ja relativ solide, hat aber jetzt. Ja, gut. Ich habe ein so empfindliches Gesicht bekommen. Also ich war schon immer ein bisschen empfindlich, klar, Rötungen und sowas, aber so richtig rote Pickel und alles und hier kommt wieder was und da war was. Das hatte ich eigentlich nicht so oft. Also ich brauche hier drin wird jetzt ein Waschbecken eingebaut, damit ich alle 2 Minuten meine Hände waschen kann, wenn nicht jede Minute. Ja. Okay, dann starten wir mit der Foundation. Heute möchte ich diese mischen mit der hier, weil da nicht mehr viel drin ist, habe ich gedacht, mische ich das einfach. Und weil die Farbe das ist Baby Rose. Die ist relativ flüssig, passt eigentlich gut zu der anderen hier. Und da ist nur noch was am Rande. Ja, ich kriege das auch nicht mehr raus. Die Verpackung hat sich jetzt auch verabschiedet. Also es wird jetzt nichts mehr mit hier Rumpanscherei. Ja, das Ganze trage ich immer mit dem Pinsel erstmal auf. Hier auch, ihr seht den Farbunterschied. Ne? Oder es geht schon ins Rosa, ne? Also Baby Rose ist schon relativ rosé. Aber noch machbar, trotz dass ich einen gelben oder sogar einen Olivunterton habe. Also wenn ich. Ja, wenn ich Oliv drauf mache, geht das auch noch. Also ich habe eine relativ, ich würde fast schon sagen, neutrale Haut, obwohl es gelb und Oliv gut passt. Rosa anscheinend auch. Also könnte sein, dass ich ein relativ
Chamäleon-Hautton habe. Oder es ist nur alles Einbildung und mir passt eigentlich gar nichts. Aber da muss ich mir sehr viel einbilden, denn ich finde, es passt wie die Faust aufs Auge. Ja, ich habe so viel Scheiße in meinem Kopf. Ich wollte eigentlich gestern mit meiner Freundin ins IKEA. Dann hatte sie mich ganz verzweifelt angerufen und hat gesagt, sie war beim Friseur. Und ja, das hat nicht so richtig hingehauen. Sie wollte so Strähnchen, so ähnlich wie Heidi Klum, so natürliche Blonde mit Akzent von Braun, Akzente setzen. Und das war irgendwie nix. Die andere hat ihr 90er-Jahre-Strähnchen, Blocksträhnen, reingehauen, aber nur auf dem Oberkopf. Die Päckchen sind teilweise ausgelaufen. Und es war eine Friseurmeisterin, das hatte sie noch betont. Ja, sie lernt die anderen an, wo ich mir dann denke, um Gottes Willen, jetzt werden ganz viele ihren Stil annehmen, aber die kann das eigentlich nicht wirklich. Also, wir waren dann nochmal da und das hat dann wieder 3 Stunden gedauert. Also, wir hatten nur 3 Stunden Zeit, weil ich ja meinen Sohn vom Kindergarten abgeholt habe. Und ich habe so, der Tag hat eh komisch angefangen. Ich habe meinen Autoschlüssel nicht finden können, ja. Ich war mit meiner Tochter am Tag davor im Teddy. Da habe ich nicht viel gekauft. Das hat sich für ein Hohl, für ein Hall. Ich kann kein Englisch, kein Deutsch, kann gar nichts. Sprachstörung hoch 10. Make-up Revolution Concealer mal aufgetragen hier. Und hätte sich nicht gelohnt oder ich wollte das schneller auspacken und habe einen Teil schon im Auto gelassen, weil ein Teil fürs Auto war. Und was wollte ich euch noch sagen? Genau, dann hatte sie eben gesagt, dass sie ins IKEA danach möchte oder halt vorher dorthin, damit sie ihr das wieder richten können. Und ihr kennt das ja mit dem Richten, es kann dann verschlimmbessert sein. Und das hat aber tatsächlich geklappt. Wir waren aber 20 vor 12 fertig. Und wenn ich ins IKEA will, ne, dann freue ich mich auf meinen Hotdog. Und nur ins IKEA wegen Hotdog wollte ich jetzt nicht. Deswegen haben wir es auf nächste Woche verschoben. Ich muss mal gucken, ob ich dann überhaupt gehen kann. Ja, nächste Woche. IKEA ist jetzt auch nicht so lebensnotwendig. Es wäre eine Lampe gewesen, noch eine, die Alida sich auch zugelegt hat. Die fand ich so süß und ich habe ja schon 2 Astrid-Lampen. Das würde super passen hier im Hintergrund oder auch auf meinem Tisch. Ja, ein bisschen Licht schadet nie hier drin. Gerade auch als Nachttischlampe, nur für meinen Schminkbereich. Ja, genau. Also die 2 Foundations sitzen gut. Und dann waren wir dort und dann haben wir nur noch gedacht, oh, hoffentlich klappt's. Und tatsächlich hat's geklappt. Also es hat wirklich geklappt. Wir waren schon an der Verzweiflung ganz, ganz nah. Aber es hat Gott sei Dank alles geklappt. Sie sieht gut aus. Wir waren nicht im IKEA. Wir haben einfach nur die Zeit zusammen beim Friseur dann verbracht. Ich habe mir nichts machen lassen, obwohl ich kurz darüber nachgedacht habe, meine Haare. Aber ich lasse nur meine Freundin dran, weil sie es wirklich gut kann. Sie ist wirklich, die hätte den Meister locker geschafft, weil sie einfach viele Techniken gut drauf hat. Ich bin immer zufrieden. Und das ist genau das, wenn ich ihr sage, oh, kannst du mir das machen? Und sie sagt, nee, da bin ich mir nicht so sicher. Dann macht sie es auch nicht und sagt nicht, ja, natürlich. Und dann sieht es scheiße aus. Oder wenn, ich kann zu ihr einfach sagen, hey, nicht weil es meine Freundin ist, sondern weil sie einfach kompetent genug ist, es zu blicken, was Menschen wollen. Nur Spitzen, das heißt nicht 10 cm Spitzen, sondern Spitzen, ja? Oder wenn sie sagt, oh, ich würde aber ein bisschen mehr abschneiden, weil es ein bisschen kaputt ist, dann wird halt mehr abgeschnitten. Aber sie sagt es halt auch. Und nicht, sagt es halt nicht. Ich gehe nochmal in dieses Puder von 163 Tagen rein. Das hat irgendwie so eine ganz merkwürdige Konsistenz. Ach, die Foundation riecht einfach so gut. Ich weiß nicht, es ist mir auf der Stirn mal wieder zu reichhaltig, weil da wieder Silikone bin ich der Meinung, drin sind. Hi Mom. Hi Mom. Passt aber perfekt zu meinen Nägeln, sehe ich. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht, ne? Ich hätte mein Gesicht noch nicht. Das mache ich erst, wenn ich die Augen fertig habe. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich was setze, dann wieder die Feuchtigkeit kommt und ich dann die Pigmente gar nicht erst runterbekomme. Deswegen, sette ich das erstmal nicht.
Und lass das alles so, wie es einfach ist im Moment. Heute hat mein Freund noch einen Arzttermin. Der wird wieder wahrscheinlich gerönt, um zu gucken, ob sein Knie wieder oder schon verheilt ist. Wieder nicht, aber schon. Ich benutze diese Art Deco Eyeshadow Base. Ich finde ja, sie riecht brutal nach Aftershave und Schwimmbad zugleich. Aber es ist jetzt nicht. Ich kann nur meine andere Basis nicht finden. Wahrscheinlich ist sie weggerollt. In irgendein Eckchen, wo kein Mensch hinkommt. Aber diese Basis funktioniert auch, sonst würde ich sie ja nicht benutzen. Und ich versuche nicht so tief in den Spiegel reinzugehen. Vielleicht steht da auch ein bisschen zu weit vorne, dass ich da fast nichts sehe. Ja. So. Dann können wir ja auch eigentlich mit der Ray-Ray-Palette starten. Ich hole euch lieber ein bisschen näher dran, bevor ich. Dann machen wir unsere Augenbrauen. Ich mache die Augenbrauen zuerst, schneide ich, denke ich, raus. Oder im Schnelldurchlauf. Gestern hatte ich zwei verschiedene. Meine Freundin ist da sehr penibel mit ihren Augenbrauen. Das war sie schon immer. Sie braucht das längste Make-up, wofür sie braucht, sind ihre Augenbrauen. Ich glaube, sie saß 20 Minuten und hat korrigiert und gemalert. Und deswegen würde sie sie nicht tätowieren lassen, weil es wahrscheinlich keine Perfektionisten mehr gibt auf dieser Erde. Wisst ihr, warum sie nie gleich sind? Weil ich einfach auch keinen Bock habe, sie ständig auszugleichen, ständig rumzugucken und von jeder Seite und dies und jenes und sitzt das und dieser Perfektionismus geht mir manchmal ziemlich auf den Sack, muss ich sagen, weil ich einfach nicht so bin. Also klar, ich achte schon darauf, dass ich nicht mich scheiße fühle, aber nur weil es andere jetzt zum Beispiel machen, jetzt weil meine Freundin jetzt ewig die perfekten Augenbrauen hat. Und ihr gefällt es. Ich freue mich. Aber ich muss das nicht machen. Also nichts gegen meinen Schatz. Ich liebe dich mit deinen perfekten Augenbrauen. Aber ich bin einfach nicht in der Lage, ständig meine Augenbrauen so perfekt hinzubekommen, weil ich einfach gar keine Zeit dafür habe. Dann brauche ich ja 20 Minuten nur für meine Augenbrauen und 20 Minuten für einen Make-up-Look. Da stimmt doch schon die Relevanz nicht so richtig. Ich mag das ja, wenn die Augenbrauen nochmal gesettet wird und wirklich Statement-Augenbrauen sind. Also ich mag das. Das sieht schon mit dem Puder immer wieder natürlich. Also man holt so die Natürlichkeit wieder ein bisschen zurück, obwohl sie sehr bulky gerade sind. Das reicht jetzt mal hier rumgefummelt. Ich fange mit der Ray-Ray-Palette natürlich an. Ich finde sie wunderschön. Alleine das Packaging ist mal wieder ganz, ganz toll gelungen. Man kann wirklich nichts sagen. Das Packaging ist super schön. Ja, ich starte mal mit dem gelben Ton, würde ich sagen. Ich nehme einen relativ fluffigen Pinsel mit am besten nichts drauf. Und da kann ich euch immer wieder dieses von Catrice hier anbieten. Das ist so ein Schwammteil, wo man seine Pinsel reinigen kann. Das geht dann relativ schnell. Ich fange mit dem gelben matten Ton an hier und gebe ihn mir. Also der hat. Das Schimmer? Also wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Man muss wirklich verdammt nochmal aufpassen, was man da macht. Wirkt jetzt ein bisschen senffarben. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte so ein schönes leuchtendes Gelb. Das macht aber nichts. Ist ja unsere Übergangsfarbe.
Dann gehe ich mit den 228, mein absoluter Lieblings-Crease-Pinsel, rein. Für die Echthaarpinsel ist das nicht so geeignet, dieser Schwamm. Da ist jetzt schon ein Pinselhärchen abgefallen. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde sagen, lieber lassen. Nur synthetische Pinsel machen. Oh, diese Farbpalette, ne? Die spricht mich komplett an. Kann man das eigentlich hier knicken oder sollte man es lieber lassen? Ich finde schon mal praktisch, dass sie so handlich ist. Das finde ich schon mal gut. Auf den Pressebildern fand ich sie relativ groß. Es hat mir da nicht so gefallen. Eine wirklich tolle neutrale Farben, um einfach einen neutralen Look zu schminken und ein bisschen Eyecatch reinzubringen oder halt eben bunte Looks zu machen. Wirklich von jeder Farbe irgendwas da. Ich gehe erstmal in diesen Braunton und guck mal, wie der ist. Hier diesen mittleren. Und trage ihn mir hier so ein bisschen auf. Wirkt jetzt, glaube ich, so ein bisschen orange. Ich kann nicht richtig reden, gell? Ich kann nicht richtig reden. Also fühlt sich das auch echt an. Ich habe einen ganz, ganz tollen Look gesehen. Der hat mir so gut gefallen. Das war die Chrissy oder sowas. Ich bin mir nicht so sicher. Die hat erst vor kurzem ein Trash-Paket mit der lieben Miss Curly Jen gemacht. Und die hat ein richtig schönes Anthrazit gehabt. Das hat mir so gut gefallen, dass ich meinem Freund das gesagt habe. Ich so, das sieht voll gut aus, gell? Er so, ja. Hat was auf jeden Fall. Aber bei mir mag er ja keine Farbe, von daher. Aber heute ist wurscht. Ich habe gar keine Dimension. Ich sehe aus wie eine Leinwand gerade. Also null. Ich habe noch nie Sonne gesehen. So sehe ich aus. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ich nehme so ein Pencil-Brush und würde mir gerne. Ich würde mir gerne. Hier ist natürlich kein heller Highlighter dabei, also Highlight-Ton so richtig. Ich würde mir das Anthrazit tatsächlich auch, also dieses, ja, das ist so ein Grün, das hier auftragen. Und zwar erstmal hier so am äußeren V. Ich hoffe, meine Augen drehen nicht wieder. Erstmal so grob schön Pigment dran pressen. Verblenden kann man immer noch. Ich gehe mit so einem 08er 017er Pinsel von BH Cosmetics aus dem Pro Set. Das gibt es, glaube ich, nur in diesen Dreier-Kombinationen. Das ist so ein länglicher, kleiner Pinsel, der gut für die Lidfalte geeignet ist. Und gehe nochmal in diesen Anthrazit rein. In diesen Grünton rein. Und dann möchte ich hier in dieses, ja, das ist ein Duochrom, erleuchtet von grün auf braun. Das presse ich mir einfach dahin. Oh ja. Ist nicht feucht, ne? Es ist nicht feucht und klappt assrein. Also in diesen Teil, wo vorne noch was da ist, würde ich, glaube ich, in dieses Gelb gehen. Das ist so ein, ja, Schimmergelb. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Da benutze ich jetzt mal so einen Schwammapplikator, weil ich keinen sauberen Pencilbrush gerade in der Nähe habe. Oh, ist aber sehr, sehr gut pigmentiert. Schaut mal. Und presse mir das jetzt. Dahin. Uhuhu. Ihr seht ja, also das ist mein Alltagslook heute. Ich schmink mich da nicht nochmal ab, weil
Ich mache meine Favoriten gleich noch im Anschluss. Oh, ich habe sehr viele Favoriten, sehr viele neue Schätze. Verlauf. Ich bin überrascht. Also, ich meine, ich habe die Festivalpalette ist nicht ganz so gut pigmentiert, muss ich sagen. Was mich aber nicht stört, also mich stört das nicht, weil ich lieber auch mit weniger Pigment arbeite. Es gibt ja auch Anfänger noch heutzutage. Also, kann sich nicht jeder gleich schminken. Und ich finde, wenn man zu viel hat, ich baue es auch lieber gerne auf. Natürlich ist es für 40, 50 € scheiße, sage ich mal, wenn ich eine Palette habe, die gut angepriesen wird und ich sie nicht nutzen kann, weil sie so schlecht pigmentiert ist. Aber hier zum Beispiel, da kann man doch nicht meckern. Also, ich fand auch die Festivalpalette nicht so schlecht, wie sie jetzt bewertet worden ist. Da muss man halt ein bisschen arbeiten, aber ein bisschen mehr arbeiten. So eine Festivalpalette macht man für den Alltag auch wenig. Also, wenn man, bin ich der Meinung. Ganz, ganz toll. Ich würde hier im Außenbereich nochmal mit einer dunkleren Farbe. Ich nehme so einen Pencilbrush und würde tatsächlich in das Dunkelbraun gehen. Die Palette ist mega pigmentiert. Dieses Braun hier. Und gebe mir das so ein bisschen noch hier auf. Ganz, ganz tolle Farben. Ich kann jetzt mittlerweile, ich habe jetzt so einen Spiegel. Das ist doch nicht schlecht. Also, ich finde das gut. Ich baue das nochmal auf, das Grüne, damit das Dunkelbraun nicht so in Fokus kommt. Fallout minimal. Die Festivalpalette hatte für wirklich wesentlich mehr. Ich wische mir das aber mal weg. Am unteren Wimpernkranz fehlt mir irgendwas. Ich benutze dieses Grün nochmal, dieses schimmernde Grün. Was so ein bisschen, ja, duochrom erscheinen lässt. Einfach mit dem Gelb zusammen. Also sozusagen gemischt. Das sieht auch ganz, ganz schön aus. Und ganz unten, also hier im vorderen, trage ich mir noch ein bisschen dieses Gelb auf. Ja, kann sich doch ziehen lassen. Läuft doch. Läuft heute mal wie geschmiertes. Mal gucken, wir sind ja noch nicht fertig, ne? Jetzt habe ich Schimmer auf meinem Muttermal. Mein Gesicht bearbeite ich erstmal mit der NYX Palette. Und zwar möchte ich ein bisschen konturieren, was ich ja eigentlich nicht mache, aber es mache. Was war denn das wie ein Ferdi? Ich hatte euch ja schon angepriesen, dass dieser Bombshell-Pinsel in der Nummer 2 super zum Konturieren sein könnte. Und tatsächlich, man kann wirklich gute. Man kann es gut auftragen und gleichzeitig dann verblenden, weil er halt eben so oval gebunden ist. Nach oben ziehen. Ja, Pinsel sind auch in der Reinigung. Fluffigen Pinsel
und trage mir diesen Bronzer da auf. Oh, ich hasse es. Bestimmt klappt das nicht so, wie ich das will. Ah, doch. Was ich noch machen würde, ich muss mal ganz kurz schauen, ob das jetzt auch gleich aussieht hier. Ich würde nämlich tatsächlich mit dem gelben Pinsel nochmal hier über die Kanten gehen. Wobei ich ja diesen Kantenlook extra gewählt habe. Also. Ich tusche mir die Wimpern. Zieh mir eine Lidestriche. Stopp, 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 stopp. Ich ziehe mir noch gar nichts. Ich trage mir nochmal den Lidschatten mit dem Pinsel auf, den ich gerade eben in der Hand noch hatte. Also, ich greife wieder zu meinem Schwammapplikator und trage mir wieder diesen duochromfarbenen, er ist nicht richtig duochrom, nochmal intensiver auf. Einfach nur, weil ein bisschen Pigment ja verloren gegangen ist. Er hat aber so einen Shift irgendwie drin, also er ist nicht ganz grün, sondern hat noch so einen braunen, so ein ähnlich wie Club, MAC Club. So, denn. So, Dana. Ich kann so viel raiden. Raiden bis der Tag. Also, Wimpern, ne? Lidstrich und dann komme ich wieder zurück. So, achso, Wimpern. So, Wimpern sind dran. Auge ist auch noch dran. Fast ausgestochen, aber geht noch. Oh, wie ich das hasse, wenn die Mascara aus Versehen nur dran detscht. Meine Augen sind schon empfindlich. Wir kommen zu dieser Trended Up seitig zartes Blush Set mit Anti-Shine-Effekt. Oh mein Gott. So matt. So. Wirklich tolle Farben. Ich swatche sie euch mal. Eigentlich eine relativ nudige Palette. Toll, dass sie nicht so stark pigmentiert ist. Das feiere ich. Wie gesagt, das muss nicht immer so dramatisch sein, denn wir können das nicht gebrauchen. Ich werde jetzt gleichzeitig noch mal eine Review abgeben. Und zwar, diese Ray Ray Palette ist mega geil. Ich feiere sie. Sie ist gut pigmentiert. Ich habe nichts heute mit nassen Sachen aufgetragen. Wow, das Blush ist gut pigmentiert, obwohl ich einen Duo Fiber Brush von Evelyn benutze. Ich muss die Sachen so dämlich aussprechen. Das ist einfach in meiner Natur. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Tolles Blush, tolle Palette, wirklich tolle Produkte. Ihr könnt euch ja selber davon überzeugen. Ich fand jetzt die Festival-Palette gut, aber nicht wow, mega die Sachen, die ich ausprobiert habe. Aber ich fand sie auch nicht schlecht. Ja, dazu kann ich euch einfach sagen, diese Ray Ray Palette, dafür überzeugt mich gerade sehr. Hammer, wirklich Hammer. Die Blush-Palette ist auch gut, wirklich gut pigmentiert. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht so gedacht. Ich mag meine Base nicht, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ich würde sagen, wir sind fertig. Ich liebe die Sachen, die ich heute benutzt habe. Jetzt schon. Das kann ich euch aber sicher sein, dass diese Palette zu ihrem Einsatz noch mit den anderen bunten Farben kommt. Und ihr dürft natürlich wieder dabei sein. Aber eine Kaufempfehlung hat es auf jeden Fall. Würde sie jetzt kaputt gehen, würde ich sie auch tatsächlich nachkaufen. Alleine diese Töne haben mich so überzeugt, ohne dass ich sie nass aufgetragen habe. Ein Top-Produkt. Ja. Tschüssle!
danke fürs Mitschminken, dann war ich nicht so alleine. Tschüss.